Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar der Ersehnte. Schön, dass ihr alle heute Abend da seid und dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.juelmedia.de. Verzeiht die Verspätung, ein kleines technisches Problem konnten wir jetzt lösen. Und jetzt geht es auch gleich weiter mit unserem Studium über das Leben von Jesus. Wir haben eine neue Geschichte oder vielmehr die Fortsetzung der Geschichte von letzter Woche. Und das wird wieder sehr interessant werden. Wir wollen mit einem Gebet starten und ich lade euch ein, dass wir niederknien dazu. Lieber Vater im Himmel, bitte öffne unsere Ohren, dass wir verstehen, was du heute durch den Heiligen Geist zu uns sagen möchtest. Gib, dass wir verstehen, wie diese Geschichte auch in unserem Leben sich oft abspielt und wie wir etwas wirklich daraus lernen müssen und dürfen. Bitte gib, dass unsere Gedanken sich auf Jesus richten und wir in unserer Beziehung zu ihm wachsen dürfen heute. Durch dieses Studium, das bitten wir in seinem Namen. Amen. Schlag mit mir auf, Matthäus Kapitel 16. Letzte Woche haben wir gesehen, wie Jesus mit seinen Jüngern aus der Dekapolis, mit seinem Schiff wohin gefahren war. Er war gefahren nach, wisst ihr noch? Wie hieß der Ort? Magdala. Hier, wo Maria Magdalena später herkommt. Genau, Magdala. Und wen hat er dort angetroffen in dieser Gegend hier von Dalmanuta, die wir gelernt haben? Wen hat er da angetroffen? Eine Gruppe von Menschen, nämlich Pharisäer und Sadduzäer zum ersten Mal überhaupt in den Evangelien hier gemeinsam vor Jesus. Und was wollten die von ihm? Kurz wiederholen, damit wir wieder wissen, wo wir sind. Die wollten was von ihm wissen oder haben oder sehen? Ein Zeichen vom Himmel. Ich meine, die wollten ein Zeichen vom Himmel haben. Und wir haben gesehen, wie boshaft ihre Intention war. Und was hat Jesus ihnen gesagt? So, zusammengefasst. Was hat er gesagt? Ihr kennt die Zeichen der Meteorologie, nicht wahr? Ihr wisst, wenn der Himmel rot ist, was das bedeutet. Aber ihr kennt nicht die Zeichen der Zeit, genau. Wir haben gelernt, die Zeichen der Zeit sind eigentlich die Zeichen der Zeiten und die Zeichen der Zeiten sind die Zeichen, dass sich die biblische Zeitprophezeiung erfüllt hat. Nämlich, welche Zeitprophezeiung hat sich erfüllt? Daniel 9. Und welches war das Zeichen, dass der Messias aus Daniel 9 jetzt da ist? Was war das Zeichen? Woran konnte man das sehen? Was waren die Zeichen? Jesaja 61, ja, die Heilungen und die Predigt des Evangeliums, das war auch was er dem Johannes dem Täufer gesagt hat. Er sagt, diese Zeichen erkennt ihr nicht, ja. Ich komme hier wieder in die Gegend von Galiläa, wo ich ein ganzes Jahr lang gepredigt und geheilt habe und ihr wollt ein Zeichen vom Himmel haben. Und dann sagt ihm Jesus, euch wird kein Zeichen gegeben werden. Er schwört sogar, wenn euch ein Zeichen gegeben wird, ja. Und verlässt sie dann, er sagt, nur ein Zeichen wird ihnen noch gegeben werden, nämlich welches Zeichen? Das Zeichen des Propheten Jona, genau, und das besteht darin, also zum einen natürlich 3 Tage, 3 Nächte, ja, in Bezug auf die Kreuzigung und die Auferstehung und in der Predigt der Botschaft. Und wir haben dort die Geschichte aufgehört, dass Jesus sie stehen lässt. Ja, das ist eine ziemlich dramatische Sache. Er lässt sie stehen, er lässt sie einfach dort und er geht ins Boot direkt wieder, ohne hier sonst groß was ausrichten zu können und fährt mit seinem Boot wieder mit seinen Jüngern zurück. Wir schauen jetzt in Matthäus 16 und dort in Vers 5. Wer mag mal lesen? Matthäus 16 und dort Vers 5. Ganz genau. Also, wenn man das jetzt erstmal so liest, was würdet ihr denken, wo sind sie wieder zurück hingefahren? Wenn es heißt, ans jenseitige Ufer, wohin sind die wohl zurückgefahren, würde man denken? In die Dekapolis, also wieder hier zu den Heiden zurück. Aber, wie wir sehen werden,
nächste Woche sind sie nicht in der Dekapolis, sondern sie sind ein bisschen hier nach Norden gefahren, an einen Ort, den ihr wahrscheinlich gut kennt, nämlich in die Nähe von Bethsaida. Das wird nämlich ganz deutlich, weil die nächste Geschichte, die dann hier danach, also wenn die ankommen jetzt, die nächste Geschichte spielt in Bethsaida. Und auch Ellen White sagt, dass sie hier mehr Richtung Norden nach Bethsaida, was doch zu Galiläa gehört hat, gewesen sind. Bethsaida war der berühmt für, wer kam aus Bethsaida? Wer kam aus Bethsaida? Nein, Bethsaida ist der Ort von, der Geburtsort von Petrus und von Johannes und von Andreas. Die kommen da alle her, weil das ist das Haus des Fisches. Ja? Das ist dieses Fischerdorf Bethsaida. Aber, und das ist jetzt noch interessant, welche berühmte große Wundergeschichte spielte hier in der Nähe von Bethsaida, die noch nicht so lange her ist? Wisst ihr vielleicht nicht mehr? Hier in der Nähe war die Speisung der 5000. Das ist jetzt interessant. Okay? Die kommen jetzt also, fahren wieder hier von Magdala zurück in die Nähe der Geschichte, also in den Ort, wo einige Wochen zuvor, ja, wenige Monate zuvor, die Speisung der 5000 gewesen ist. Behaltet das im Hinterkopf, okay? Das werden die sich daran erinnert haben, den Ort. Was war ihr Problem? Was hatten die vergessen? Sie haben vergessen, Brot mitzunehmen. Ja, also stellt euch vor, ihr wärt bei der Speisung der 5000 gewesen und ihr seid auf dem Weg direkt dort an den Ort, ja, und ihr habt kein Brot dabei. Das wird einem doch in den Sinn kommen, oder? Warten wir. Hatten die gar nichts mit? Wir schauen heute immer Matthäus 16 an und Markus 8. Also immer so ein bisschen den Finger in einem der beiden drin halten. Wir gehen immer hin und her, so Vers zu Vers hin und her. In Markus Kapitel 8 und dort in Vers 14. Wer mag das mal lesen? Markus 8, Vers 14. Also ganz interessant. Wenn man Matthäus liest, wird man denken, sie hatten gar nichts, oder? War kurz vorm Verhungern. Aber in Wirklichkeit hatten sie ein Brot. Ja? Wie viele Brote hatten sie bei der Speisung der 5000? Fünf. Und bei der Speisung der 4000? Sieben Brote, genau. Also wenn fünf Brote für 5000 Männer reichen und sieben Brote für 4000 Männer, was meint ihr, was kann man wohl mit einem Brot für 13 Leute machen? Das ist so die Idee. Also ein Brot, sie hatten ein Brot, ja. Also sie hatten vergessen, halt mehr mitzunehmen. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von den Israeliten in der Wüste, die immer dann Angst haben, dass sie verhungern. Und wenn man bei Ellen White nachliest, wird deutlich, die hatten zwar noch zu essen, die haben nur gesehen, sie haben keinen Nachschub mehr und haben dann angefangen zu hungern, obwohl sie noch was hatten. Okay, also zurück zu Matthäus 16 und dort in Vers 6. Eigentlich diese Einleitung ist nur so für uns für den Hintergrund, damit wir das Folgende jetzt besser verstehen. Wer mag mal Vers 6 in Matthäus 16 lesen? Jesus aber sprach zu ihnen, habt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig des Pharisäer und Sadduzäer. Okay, also stellen wir uns vor, Jesus ist mit seinen Jüngern hier unterwegs. Er hat gerade mit den Pharisäern und Sadduzäern gesprochen. Und Ellen White beschreibt, er war eine Zeit lang still auf dem Boot, war ziemlich traurig, dass das so enden musste, ja. Und jetzt hat er ein Anliegen. Was ist sein Anliegen? Was könntet ihr euch vorstellen, ohne dass wir die Geschichte im Detail studiert haben? Was ist wohl sein Anliegen den Jüngern gegenüber? Also die sind gerade hier nach Magdala gefahren, haben eine Gruppe von Pharisäern und Sadduzäern getroffen und Jesus hat die links liegen lassen, hat die stehen lassen. Was hat wohl Jesus jetzt für ein Anliegen? Was hättet ihr für ein Anliegen, wenn ihr Jesus gewesen wärt? Erklären, weil haben, denkt ihr, die Jünger waren total klar im Kopf, warum das jetzt so passiert ist? Nee, für die Jünger waren die Pharisäer und die Sadduzäer immer noch sehr einflussreiche Leute. Und Ellen White schreibt, sie hatten sich gefragt, warum hat Jesus nicht einfach ihnen ein Zeichen vom Himmel gegeben? Ja, wenn die nach einem Zeichen fragen, warum gibt er nicht einfach eins? Warum lässt er sie stehen? Warum macht er nicht irgendetwas Großartiges und bekehrt sie dadurch? Ja? Das heißt, was haben sie nicht verstanden, die Jünger? Was haben sie nicht begriffen? Was hätten sie begreifen sollen? Wenn sie gedacht haben, warum macht er nicht einfach ein Zeichen? Warum
befriedigt er nicht ihre Sensationslust. Was haben sie nicht verstanden? Ja? Genau, sie haben nicht sozusagen die Heuchelei gesehen. Sie haben nicht gesehen, dass dieses "Gib uns ein Zeichen" nicht keine aufrichtige Frage war, wir möchten gern an dich glauben, wir sind uns noch nicht ganz sicher, sondern eigentlich mehr eine Ablehnung von ihm, eine Ablehnung von all den Dingen, die er schon getan hat. Das haben sie nicht richtig begriffen. Also sagt Jesus, er warnt sie jetzt. Und das ist eine der ersten Stellen hier, wo wir ganz explizit sehen, wie Jesus jetzt anfängt, seine Jünger vor den Pharisäern und Sadduzäern zu warnen. Also wirklich sehr deutlich zu warnen. Er sagt nämlich, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Woher kommt die Idee mit dem Sauerteig? Was war so, woran hat ein Israelit zuallererst gedacht bei Sauerteig? Ja? Brotbacken, genau. Ja, Sauerteig war unser Brotbacken, genau. Und welche besondere, was gab es irgendeine besondere Geschichte in der, im Alten Testament, die was mit Sauerteig zu tun hatte? Beim Passa, genau. Und wie war das beim Passa mit dem Sauerteig? Da sollte kein Sauerteig dabei sein. Lasst mal euren Finger hier, lasst uns mal kurz zu 2. Mose gehen. In 2. Mose 12. Das Passa war ja eigentlich, was für ein Ereignis. Das war die Befreiung Israels, oder? Das war die Erlösung aus der Sklaverei. Und jetzt schaut mal hier, was hier steht ab Vers 15. 7 Tage lang sollt ihr was für ein Brot essen? Ungesäuertes Brot. Darum sollt ihr am ersten Tag den Sauerteig aus euren Häusern hinwegtun, denn wer gesäuertes Brot isst, vom ersten Tag an bis zum 7. Tag, dessen Seele soll was? Soll ausgerottet werden aus Israel. Und ihr sollt am ersten Tag eine heilige Versammlung halten, eben zum 7. Tag eine heilige Versammlung. Keine Arbeit sollt ihr an diesen Tagen tun. Nur was jeder zur Speise nötig hat, das allein darf von euch zubereitet werden, und haltet das Fest der ungesäuerten Brote, denn eben an diesem Tag habe ich eure Herrscher aus dem Land Ägypten herausgeführt. Darum sollt ihr diesen Tag als ewige Ordnung einhalten bei euren künftigen Geschlechtern. Am 14. Tag des ersten Monats am Abend sollt ihr ungesäuertes Brot essen, bis zum 21. Tag des Monats am Abend. 7 Tage lang darf sich kein Sauerteig in euren Häusern finden, denn wer gesäuertes Brot isst, dessen Seele soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Israels, er sei ein Fremdling oder ein Einheimischer im Land. Also was ist die Idee in Bezug auf Sauerteig, die man hier ganz deutlich vermittelt bekommt? Was sollten die Israeliten verstehen? 2-mal wird gesagt, wer Sauerteig im Haus hat, wird getötet. Also was sollten die Israeliten verstehen? Ja, also was war das Passa nochmal? Das Passa war, das Passafest sollte woran gedenken? Hinweis auf Jesu Tod, genau. Gedenken an die Befreiung aus der Knechtschaft und damit eigentlich ein Symbol für die Befreiung aus der Sünde. Und jetzt sollten die Israeliten eine Sache ganz fest in ihren Kopf kriegen. Passa und Sauerteig passt nicht zusammen. Passa und Sauerteig waren so weit auseinander, dass wenn es überhaupt nur Sauerteig im Haus gab, war das eine Todesstrafe würdig. Sauerteig war das Gegenteil von Befreiung. Sauerteig war das Gegenteil von Freude, von Erlösung, von Sieg. Sauerteig war das Gegenteil davon. Und damit war es ein gutes Symbol für was? Für Sünde. Als Jesus also sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer, macht er deutlich, diese von euch so respektierten Theologen haben etwas an sich, was euch an der Erlösung hindern würde. Wenn ihr denen folgt, dann habt ihr ein Problem. Schauen wir noch einen Text an, und zwar in 3. Mose 2, Vers 11. In 3. Mose 2 und dort Vers 11. Was heißt es? Wer mag lesen? Alle Speiseopfer, die ihr dem Herrn opfern wollt, sollt ihr ohne Sauerteig machen. Denn weder Sauerteig noch Honig sollt ihr dem Herrn zum Feueropfer in Rauch aufgehen lassen. Genau. So wie beim Passa kein Sauerteig dabei sein sollte, sollte auch bei dem Speisopfer im Heiligtum
Das sollte Feinmehl sein, aber es sollte gebacken sein, aber es sollte nie, oder es gab verschiedene Varianten von Speisopfer, aber es sollte niemals mit Sauerteig sein. Die Idee ist also, Gott wollte damals schon deutlich machen, wenn ihr mir dient, dann sollte euer Herz frei sein von Sünde. Man kann nicht gleichzeitig sündigen und Gott dienen, oder? Wie nennt man das, wenn man gleichzeitig sündigt und Gott dient? Heuchelei, oder? Und das ist genau das Problem der Pharisäer und Sadduzäer gewesen. Sie haben geheuchelt und später, da werden wir mal in einer anderen Zeit drauf zu kommen, sagt Jesus auch, behütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer, was die Heuchelei ist. Heuchelei. Nun, also Jesus wollte ihnen deutlich machen, die Leute, die ihr so verehrt, die reden zwar von der Bibel, aber sie haben die Bibel gar nicht im Herzen. Sie heucheln. Nun, jetzt schauen wir uns mal noch Markus 8 an. Markus 8, Vers 15. Da kommt noch ein interessantes Detail dazu. Markus 8, Vers 15. Wer mag das mal lesen? Ah, was ist hier jetzt anders als bei Matthäus oder noch zusätzlich? Der Sauerteig des Herodes, das ist ja merkwürdig, oder? Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer ist uns irgendwie klarer. Gab es denn noch eine Partei des Herodes? Wer war denn Herodes? Wer war Herodes? Hm? Genau, das war so ein Tetrarch, das war so ein kleiner Fürst, ja, so ein kleiner Minifürst, der hier in Galiläa geherrscht hat und hier in Perea. Herodes Antipas. Ja, das war einer der Söhne von Herodes dem Großen. Und Herodes Antipas hatte wen umgebracht? Johannes den Täufer, genau. Und was man manchmal nicht so auf dem Schirm hat, es gab eine jüdische Partei, das waren die sogenannten Herodianer. Das waren quasi so die Königsanhänger. Ja, es gab die Pharisäer. Das waren die, ja, kennt ihr die Pharisäer? Die Sadduzäer, die haben wir letztes Mal angeschaut, das waren die liberalen Leiter der Gemeinde. Ja. Dann gab es die Zeloten, das waren so die Meuchelmörder. Und dann gab es auch die Herodianer. Und die Herodianer, das waren so die Anhänger des Königshauses. Die hatten so, sie haben sich für royale Sachen interessiert quasi. Ja. Die waren der Meinung, dass der König Herodes das Volk führen sollte und am besten führt. Und Jesus führt die hier quasi auch noch mit dazu. Er sagt, also hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, hütet euch vor dem Sauerteig der Sadduzäer und hütet euch vor dem Sauerteig des Herodes, also dieser Herodianer. Aber ist euch noch was aufgefallen hier in Vers 15? Außer, dass noch der Sauerteig des Herodes dazu gebracht wird. Was steht hier noch, was in Matthäus nicht so deutlich stand? Wenn ihr es vergleicht, da gibt es hier ein kleines Detail, das vielleicht man leicht überliest, aber das wichtig ist. Genau, in Matthäus heißt es, er sprach, aber hier heißt es, er gebot ihnen. Das ist nicht nur ein guter Tipp. Das ist nicht nur so nach dem Motto, übrigens, also es könnte euch helfen, wenn ihr die... Er gebietet es ihnen. Er sagt, hütet euch. Es ist ein Gebot Jesu, sich vor... Wir werden ja noch sehen, was der Sauerteig genau ist. Es ist ein Gebot Jesu, sich von solchen Menschen zu hüten oder vor diesem Sauerteig, dieser Heuchelei. Jesus gebietet es ihnen. Nun, jetzt schauen wir, was passiert in Matthäus 16, Vers 7. Was ist die Reaktion der Jünger? Wer liest? Ja, genau. Also, die schippern da über den See, ja, ziemlich wortlos, und irgendwann sagt Jesus, wisst ihr, hütet euch. Jesus hat die Geschichte im Hinterkopf. Ne? Jesus sagt, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer. Ja, und Philippus und Nathanael und Petrus und Johannes schauen sich an und sagen, wir haben nur das eine Brot. Ja. Das heißt also, Jesus will wahrscheinlich sagen, wenn wir jetzt in Bethsaida sind, sollten wir auf keinen Fall in einen pharisäischen Backladen gehen, ja? Und da gar keinen Umständen von den Sadduzäern irgendwie was kaufen, ja? Das meint er wahrscheinlich, oder?
Das kam öfter mal vor, dass die Worte von Jesus zu buchstäblich ausgelegt worden sind. Könnt ihr noch andere Geschichten erinnern, wo die Worte von Jesus so extrem buchstäblich ausgelegt worden sind? Das ist so ein ganz wiederkehrendes Muster in den Evangelien, dass Jesus was sagt und Leute sagen, meinst du das genau so buchstäblich? Nikodemus, genau. Er sagt, du musst von neuem geboren werden und Nikodemus sagt, ja, wie soll ich denn nochmal in den Mutterleib? Ja? Das ist eine ganz klassische Geschichte. Ja? Oder auch, erinnert euch an Johannes 6, einen Tag nach der Speisung der 5000, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Da sagen die Juden, bist du wahnsinnig. Ja? Das sind doch keine Kannibalen. Und das sind so Beispiele, wo Jesus etwas sehr Wichtiges sagen will und es kommt gar nicht an, weil man quasi nur den Buchstaben sieht und nicht den Gedanken dahinter. Interessant ist jetzt auch noch, schaut mal wieder zurück in Markus 8, wie gesagt, immer hin und her. Markus erwähnt noch ein Detail, was Matthäus nicht erwähnt, nämlich in Markus 8, Vers 16 heißt es nämlich, genau, bei mir steht in der Schlachter, und sie sagten, weil wir kein Brot haben. Das ist interessant, weil gerade Markus uns ja sagt, sie hatten ein Brot. Sie haben die ganze Sache noch übertrieben. Ja? Das nur so nebenbei. Okay, also zurück zu Matthäus. Matthäus 16, Vers 8. Was macht Jesus, als er merkt, dass sie ihn völlig falsch verstehen? Vers 8, wer liest? Genau, also Jesus sagt, ihr Kleingläubigen. Das ist eine Formulierung, die haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, oder? Wann sagt Jesus schon mal, ihr seid kleingläubig? In welchem Zusammenhang nennt er die Jünger oder Menschen Kleingläubige? Zu Petrus sagt er, genau, kurz vorher, also Wochen vorher, nach der Speisung der 5000 waren sie ja hier langgefahren auf dem See und Jesus hatte dann Petrus aufs Wasser geholt, oder? Und was war mit Petrus passiert? Petrus war auf Wasser gelaufen und irgendwann sank er ein. Petrus war auf Wasser gelaufen und dann ist er eingesunken und Jesus sagt, du Kleingläubiger. Welche Geschichten fallen noch ein, wo Jesus von Kleingläubigen redet? Das ist noch so eine ähnliche Geschichte, nicht nur mit Jesus auf dem Wasser gehend. Es gab da vorher eine Geschichte in Matthäus 8, wo es einen Sturm gab. Da war Jesus nicht auf dem Wasser, sondern im Boot, hat geschlafen. Jesus war ganz entspannt, nicht wahr? Hat auf dem Kissen geschlafen, wie Markus sagt, hat da sich entspannt. Das Boot ist beinahe untergegangen und dann steht Jesus auf, als seine Jünger ihn aufwecken und gebietet dem Sturm und der ist sofort still. Und dann sagt er zu den Jüngern, Was fürchtet ihr euch, ihr Kleingläubigen? Und es ist noch eine Geschichte. Und zwar, besser gesagt, eine Predigt in Matthäus Kapitel 6. In Matthäus 6, Vers 30. Das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt. Matthäus 6 und dort Vers 30. Dort steht, wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Okay, was ist Jesus' Argument? Das ist ja eine rhetorische Frage. Was ist dein Punkt? Ihr müsst euch keine Sorgen machen, Gott weiß sogar, wie er das Gras einkleidet. Er sorgt für die Spatzen und wenn er für die Spatzen sorgt und für das Gras, meint ihr dann, er sorgt nicht für euch? Also worin besteht der Kleinglaube? In der Sorge, in dem Gedanken, vielleicht hat Gott mich vergessen. Kleinglaube sagt nicht, Gott gibt es nicht, sonst wäre es ja Unglaube. Ja? Kleinglaube sagt, okay, Gott hat mich gestern versorgt und er hat mich heute versorgt, aber meine Güte, was werde ich morgen essen? Das ist Kleinglaube. Kleinglaube sagt, Jesus hat gerade den ganzen Tag über geheilt und gepredigt und die Leute sind alle begeistert gewesen und die Lahmen springen und die Blinden sehen. Aber jetzt sind wir im Sturm und wahrscheinlich werden wir untergehen.
Das ist Kleinglaube. Nicht Unglaube, denn Unglaube wäre, das ist alles Quatsch. Kleinglaube ist, Gott hat das getan und er hat großes Glauben. Aber was ist jetzt? Ja, jetzt gehen wir unter. Kleinglaube ist, ich bin gerade 100 Meter oder was, wie viel Meter auch, ja, auf dem Wasser gelaufen, ja, die Schwerkraft ausgesetzt. Ich laufe auf dem Wasser. Meine Güte, werde ich es immer noch schaffen? Ich sinke. Jetzt bin ich verloren. Jetzt kann Jesus mir nicht mehr helfen. Das ist Kleinglaube. Kleinglaube ist das Denken, dass Gott zwar Großes getan hat, aber was jetzt nochmal tut? Schon wieder? Bin mir nicht so sicher. Ja? Und das war, kennt ihr ein Volk in der Bibel, das öfter mal sowas hingekriegt hat, dass sie immer irgendwie die Wunder gesehen haben und danach wieder nicht geglaubt haben? Israel, oder? Eine Geschichte nach der anderen und jedes Mal, wenn eine Schwierigkeit kommt, dann sagen sie, wir wissen nicht, also sollen wir jetzt hier sterben? Ja? Gott sendet Wachteln, sollen wir verdursten? Gott lässt Wasser aus dem Felsen springen, ja? Dann ist egal, was Gott macht, sobald die nächste Schwierigkeit kommt, fangen sie wieder an zu zweifeln. Und warum nennt die Bibel das Kleinglauben? Weil mit diesem Glauben wird es schwierig, in dieser Welt bis ans Ende durchzuhalten, oder? Weil in dieser Welt gibt es immer wieder Schwierigkeiten. Und was Gott sich wünscht, ist ein Glaube, der wegen den Erfahrungen glaubt, dass Gott in der Zukunft wirken kann. Zurück zu Matthäus 16. Jesus nennt sie Kleingläubige. Warum? Sie machen sich nämlich worüber Gedanken? Was ist in ihrem Kopf drin die ganze Zeit? Jesus will ihnen etwas über Theologie beibringen, ja? Über die Pharisäer und Sadduzäer. Und woran denken sie die ganze Zeit? Wo kriegen wir nur wieder ein richtig schönes Brot her? Ja? Meine Güte, jetzt dürfen wir bei den Pharisäern nicht kaufen, bei den Sadduzäern nicht kaufen. Ja? Bei wem sollen wir jetzt kaufen? Ja? Schaut mal Vers 9. Wer mag lesen? Vers 9 und 10. Genau. Jesus sagt, sag mal, habt ihr es immer noch nicht begriffen? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass sie wieder an den Ort fahren, wo die Speisung der 5000 war. Jesus sagt, erinnert euch nicht. Habt ihr nicht gesehen, was ich für die Juden gemacht habt? Erinnert euch nicht, was ich für die Heiden gemacht habe? Warum macht ihr euch jetzt Gedanken, wo ihr etwas zu essen kaufen wollt? Und jetzt ist natürlich der wichtige Punkt. Wir lesen das und denken, meine Güte, wie können die nur so dumm sein, oder? Wie können die das nicht begreifen? Aber die Frage, die ich mir stelle und die wir uns stellen müssen, ist, wie oft hat Gott schon wirklich erstaunliche Wunder in unserem Leben getan? Und dann fragen wir uns, ist er jetzt noch bei mir? Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, oder? Man schaut zurück und denkt, meine Güte, was hat Gott Großes getan in meinem Wunder, in meinem Leben? Und dann kommt eine Situation und man ist plötzlich wieder, stellt sich die Frage, ja, ist Gott jetzt noch da oder nicht? Hat er mich verlassen? Was machen wir jetzt? Ja? Das ist das Problem, das die Jünger hier haben. Und Markus legt den Finger noch ein bisschen weiter in die Wunde. Schaut mal in Markus Kapitel 8, Vers 17. Da werden noch ein paar mehr Worte von Jesus gesagt dazu. Markus 8 und dort Vers 17. Wer mag das mal lesen? Hat jemand? Markus 8, Vers 17? Genau. Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Was war das Problem der Jünger? Die waren nicht dumm. Was war ihr Problem? Ihr Herz war verhärtet. Schaut mal in, hast du einen Finger hier? In Markus 6. Das ist direkt nach der Speisung der 5000. Da steht genau dasselbe. Markus 6, Vers 52. Denn sie waren nicht, was geworden? Sie waren nicht verständig geworden durch die Brote, denn ihr Herz war verhärtet. Übrigens, wenn ein Satz mit denn beginnt, was ist das für ein Satz?
Genau, er begründet etwas. Ja? Und was begründet er? Schaut mal den Vers davor. Und er stieg zu ihnen in das Schiff und der Wind legte sich und sie erstaunten bei sich selbst über die Maßen und verwunderten sich. Ja? Die denken, meine Güte, was hat Jesus für ein Wunder getan? Und dann sagt die Bibel, das ist, weil sie nicht verständig waren. Ihr Herz war noch verhärtet. Deswegen haben sie jedes Mal gedacht, oh, was für ein Wunder. Oh, das kann Jesus ja auch. Oh, was für ein Wunder. Wenn sie verständig gewesen wären, hätten sie gewusst, das ist mein Jesus, der kann das. Die hätten damit gerechnet, dass Jesus Wunder tut. Sie hätten damit gerechnet, dass Jesus ihnen hilft. Und jedes Mal waren sie überrascht, dass Jesus ihnen hilft, weil ihr Herz noch verhärtet war. Jetzt, wie kam das, oder was hat das zu tun mit dieser Herzenshärtigkeit? Schaut mal in Markus 8 und dort Vers 18 bis 20. Lesen wir den ganzen Abschnitt. Vers 18 bis 20. Genau. Das ist eine interessante Formulierung, oder? Augen und seht nicht und Ohren und hört nicht. Das ist nicht neu in den Evangelien. Ihr habt Augen und seht nicht, ihr habt Ohren und hört nicht. Wo kam das schon mal vor? Es gibt eine Stelle, wo Jesus sagt, sie verstehen nicht, was ich predige, denn sie haben Augen, die nicht und sehen doch nicht, sie haben Ohren und hören doch nicht. Schaut mal, in Markus 4, Vers 10 bis 12. In Markus 4, Vers 10 bis 12, das ist hier im Zuge der Seepredigt. Markus 4, 10 bis 12. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie sehenden Augen sehen und doch nicht sehen, erkennen, und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Das ist ein Zitat aus Jesaja. Also die Idee hier ist, Jesus sagt, ich kann der Menge die Deutung der Gleichnisse gar nicht predigen, weil sie es gar nicht verstehen. Die haben Ohren und hören nicht. Die haben Augen und sehen nicht. Wem kann es aber erzählen hier? Oder wem kann es erklären? Wer kann die Deutung erfahren? Wem kann Jesus die Deutung der Gleichnisse sagen? Den Jüngern, genau, den Jüngern. Das ist interessant. Also schaut mal, hier in Markus 4 sagt Jesus, ihr seid nicht wie das Volk, das Augen hat und nicht hört, Augen hat und nicht sieht und Ohren hat und nicht hört. Aber hier in dieser Geschichte fragt er sie, seid ihr auch so? Habt ihr auch Augen und seht nicht? Habt ihr auch Ohren und hört nicht? Die Idee ist, sie hätten eigentlich schon weiter sein können. Die Jünger sind eigentlich schon im Hintertreffen geistlich. Sie fallen eher wieder zurück, als dass sie Fortschritte machen. Woher kommt diese Idee mit den Augen und mit den Ohren? Die kommt eigentlich aus einem sehr schönen Buch, aus 5. Mose. Schaut mal in 5. Mose 29, ab Vers 1. 5. Mose 29 und dort Vers 1. Also, ihr wisst ja ungefähr, wann ist 5. Mose geschrieben worden oder gepredigt worden? Was ist so der zeitliche Rahmen von 5. Mose? Kurz vor dem Übergang, das ist so nach 40 Jahren Wüstenwanderung, okay? Schaut mal in Vers 1. Und Mose berief ganz Israel und sprach zu ihnen,
ihr habt alles gesehen, was der Herr im Land Ägypten vor euren Augen dem Pharao und allen seinen Knechten und seinem ganzen Land getan hat, die großen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben, jene großen Zeichen und Wunder. Also das Argument ist, ihr habt gesehen, was Gott Gewaltiges getan hat, oder? Jetzt schaut mal Vers 3 an. Und der Herr hat euch bis zum heutigen Tag noch kein verständiges Herz gegeben, Augen, die sehen und Ohren, die hören. Ich habe euch 40 Jahre lang in der Wüste geführt, eure Kleider sind an euch nicht zerlumpt und der Schuh an deinem Fuß ist nicht abgenutzt. Ihr habt kein Brot gegessen und weder Wein noch starkes Getränk getrunken, damit ihr erkennt, dass ich der Herr, euer Gott bin. Also was ist Gott, was ist Moses Punkt hier? Er sagt, ihr habt 40 Jahre lang die Wunder Gottes gesehen und doch ist euer Herz noch nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Das ist ein interessanter Punkt, ein interessanter Gedanke. Ich glaube, es gibt wohl keine Generation in der Bibel, die über einen so langen Zeitraum so viele Wunder gesehen hat, wie das Volk Israel, oder? Die haben 40 Jahre lang, ich meine, jeden Tag Wunder gesehen. Das regnete jeden Tag Manna, abgesehen von all den anderen Sachen. Und trotz all dem haben sie doch keinen echten Glauben, oder lange Zeit keinen echten Glauben entwickelt. Was können wir dafür praktisch lernen für unseren Alltag? Oder was wäre sozusagen eine praktische Lehre, die wir daraus ziehen können für unser Glaubensleben? Was denkt ihr? Keine Idee? Das ist ein super wichtiges Thema. Was denkt ihr? Was können wir von den Jüngern, von dem Volk Israel lernen für unser Glaubensleben? Ja, ja, guter Punkt. Wenn man ihn nicht erkennt in den Dingen, haben wir eine andere Idee noch? Es gibt ja nicht jetzt nur richtig und falsche Antworten, es gibt ja verschiedene Aspekte. Hier steht ein Vers 15, ihr habt kein Brot gegessen. Mhm. Weder Brot noch starkes Getränk und so weiter. Aber kein Brot 40 Jahre, weil wir haben Manna gegessen. Ja, schaut, hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir denken vielleicht, unser Herz wird automatisch verändert dadurch, dass Gott Wunder tut. Aber diese Geschichten beweisen, Gott kann Wunder über Wunder tun und das Herz bleibt größtenteils unverändert. Und dann sollten wir uns die Frage stellen, okay, was muss dann geschehen, dass mein Herz sich verändert? Denn was nützt es mir, dass 5.000 gespeist werden und 4.000 gespeist werden und Tote auferstehen und ich trotzdem ein verhärtetes Herz habe? Was nützt es mir, wenn das Rote Meer sich teilt und der Berg Sinai im Donner erzittert und Manna vom Himmel fällt und ich ein verhärtetes Herz habe? Deswegen, wisst ihr, was jetzt kommt in 5. Mose, oder? 5. Mose 29, 30, 31, was passiert da? Gott macht mit den Israeliten einen neuen Bund. Den neuen Bund. Und versucht ihnen deutlich zu machen, worum es eigentlich wirklich geht. Schaut mal mit mir noch in Jesaja 42. Jesaja 42, Vers 18 bis 20. Jesaja 42, Vers 18 bis 20. Interessanter Text, ein bisschen traurig eigentlich. Gott sagt, gibt es irgendjemand, der so blind ist wie mein Volk? Wer ist so blind wie Israel?
Wer ist so taub wie die, die ständig meine Stimme hören? Gott sagt, du hast so viel gehört und es nicht umgesetzt. Die Israeliten sind daran gescheitert, dass sie Wunder über Wunder gesehen haben, aber nicht über die Wunder nachgedacht haben. Jesus sagte, seid ihr noch nicht verständig geworden? Was hätten denn die Jünger machen sollen nach der Speisung der 5000 und nach der Speisung der 4000? Was hätten die machen sollen? Was sie bestimmt gemacht haben, die haben bestimmt gesessen, oh, war das toll. Ja. Jesus ist ein toller Anführer, ja, der sorgt für Essen für uns. Ja, prima, hat gut geschmeckt. Ja. Was hätten sie machen sollen? Was hättet ihr gemacht, wenn ihr dieses Wunder erlebt hättet? Was hätten sie machen sollen? Was wäre der richtige Weg gewesen, mit diesen Wundern umzugehen? Weil Jesus offensichtlich, in der Frage von Jesus steckt ja drin, er hat eigentlich erwartet, dass sie was tun, oder? Er fragt jetzt, warum ist das nicht so? Warum habt ihr das nicht gemacht? Warum seid ihr noch so unverständlich? Er hat ja erwartet, dass die Wunder etwas in ihnen bewirken. Was hätten sie machen sollen? Sie hätten dankbar sein sollen, ja? Sie hätten dankbar sein sollen? Also, wir haben jetzt nicht so direkt den Eindruck, dass sie undankbar waren, oder? Also, Dankbarkeit hätte sehr viel geholfen, aber die Undankbarkeit war nicht ihr größtes Problem. Ihr größtes Problem war das Vertrauen. Sie hätten darüber nachdenken sollen, warum ist das so, dass Jesus uns alle mit Brot versorgt hat? Und wie hat er das eigentlich genau gemacht? Je mehr sie über ihn und dieses Wunder nachgedacht hätten und das auf ihr persönliches Leben übertragen hätten, desto mehr hätten sie Vertrauen bekommen, dass Jesus das immer und immer wieder tun kann. Sie haben das Wunder in Anspruch genommen, aber nicht sich Gedanken gemacht, was das für ihre Beziehung zwischen Jesus und ihnen bedeutet. Genauso kann man das Wunder der Vergebung in Anspruch nehmen. Also man kann bitten, Herr, vergib mir. Und es ist immer ein Wunder, wenn Gott einem vergibt, oder? Es ist ein Wunder, dass Gott einem vergibt. Man kann das Wunder in Anspruch nehmen und dann trotzdem nicht viel davon profitieren, weil man sich nicht Gedanken macht, was die Vergebung eigentlich bedeutet und wie das mein Herz verändern kann. Man kann um Heilung bitten und das Wunder in Anspruch nehmen und trotzdem nicht viel dabei lernen. Und das ist das Problem von den Jüngern. Die haben viele Wunder gesehen, aber nicht viel darüber nachgedacht. Und Jesus fragt, seid ihr nicht verständig geworden? Denkt ihr nicht nach über die Wunder, die ihr seht? Und das wäre mal jetzt die praktische Frage, wie oft denken wir nach, im Nachhinein, über die vielen guten Dinge, die Gott für uns getan hat? Wenn wir darüber nachdenken würden, vielleicht würden wir auch mehr, was heißt vielleicht, wir würden viel stärkeren Glauben haben in der nächsten Krise. Wir sind fast am Ende in Markus 8, Vers 21. Schaut mal, wie die Frage da gestellt ist von Jesus. Und das ist ziemlich dramatisch hier. Er sagt in Vers 21 und er sprach zu ihnen, warum seid ihr denn so unverständig? Wem hatte Jesus kurz zuvor eine Warum-Frage gestellt? Blättert mal um, schaut mal in Markus 8, Vers 12. Und er seufzte in seinem Geist und sprach, warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Also Jesus war hier in Magdala und die wollen ein Zeichen. Und Jesus sagt, warum wollt ihr ein Zeichen? Dann fährt er mit seinen Jüngern Richtung Bethsaida und stellt fest, die Jünger sind auch gar nicht so viel weiter in ihrem Glauben. Und er fragt, warum versteht ihr das nicht? Ich habe euch doch schon vor Monaten angefangen, das alles viel genauer zu erklären und zu zeigen, was ich eigentlich für euch tun kann. Das Tolle an Jesus ist, er gibt sie nicht auf, oder? Er schmeißt sie nicht über Bord, sondern er bleibt bei ihnen. Zum Schluss in Matthäus 16, Vers 11. Und jetzt kommen wir nämlich noch zu einem sehr praktischen Punkt. Matthäus 16 und dort Vers 11. Genau. Er sagt, warum versteht ihr nicht? Warum versteht ihr nicht meine eigentliche Intention? Und jetzt können wir diesen Punkt praktisch zumachen. Warum haben die Pharisäer, die Jünger
die Worte von Jesus nicht begriffen. Also ganz praktisch, nur mal zusammenfassen jetzt, damit wir es richtig für uns mitnehmen können nach Hause. Warum haben die Jünger an diesem Tag die Worte von Jesus nicht begreifen können? Sie hatten ein verhärtetes Herz, genau. Und wie kam das? Oder warum war das verhärtet? Ja, sie haben sich nicht losgesagt. Ja, sie haben nicht über die Wunder nachgedacht. Sie haben nicht über die Wunder so nachgedacht, um sich zu überlegen, okay, was bedeutet das für mein praktisches Leben? Kommt es vor, dass wir manchmal Worte von Gott nicht verstehen? Dass Gott uns etwas sagt und wir verstehen gar nicht, was er uns sagen will? Der Grund liegt nicht darin, dass wir zu dumm sind. Der Grund, warum wir oft Jesu Worte nicht verstehen, liegt darin, dass wir über die Dinge, die er schon für uns getan hat, nicht nachdenken. Denn wenn wir über die Wunder nachdenken, jetzt passt mal gut auf, wenn wir nachdenken, hey, Jesus hat das für mich getan und er hat das für mich getan und er hat das für mich getan. Warum tut er das? Ah, er tut das ständig, weil er mich lieb hat. Ja? Dann fange ich an, ihn kennenzulernen, wirklich kennenzulernen. Und wenn ich ihn besser kennenlerne, dann kann ich auch seine Worte besser verstehen. Der Schlüssel, um Jesu Worte besser zu verstehen, besteht nicht darin, einfach nur fleißig zu studieren, sondern über das Gute nachzudenken, was Jesus für mich tut, was ich für selbstverständlich erachte. Wenn wir über, also nehmt doch das mal praktisch für euch mit nach Hause und nehmt mal die nächste Woche euch vor, einfach mal immer wieder über so Wunder nachzudenken, die Jesus schon getan hat, vor kurzem oder vor längerem. Denkt mal drüber nach und fragt euch, warum hat er das getan, wie hat er das gemacht, wann hat er das gemacht, auf welche Weise hat er das gemacht. Ja? Und wenn ihr darüber nachdenkt und euch fragt, was bedeutet das für Jesus und mich, für unsere Freundschaft, dann werdet ihr sehen, euer Glaube wird nicht abnehmen, sondern stärker werden. Das war das Geheimnis, das Jesus ihnen hier mitgeben wollte. Und dann sagt er ihnen in Vers 12, da sahen sie ein, dass er nicht gesagt hatte, sie sollen sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer, als er ihnen erklärt, hey, schaut mal, ich habe 5000 Männer satt gemacht, ich habe 4000 Männer satt gemacht, glaubt ihr wirklich, ich kann euch nicht satt kriegen? Als sie sich daran erinnern, was er für sie bedeutet, als sie sich erinnern, was er für sie tun kann, dann verstehen sie plötzlich auch seine Worte. Das heißt, das Geheimnis, um die Bibel zu verstehen, das Geheimnis, um auch Prophetie zu verstehen, wo nicht alles symbolisch, nicht alles buchstäblich ist, das Geheimnis, schwierige Worte zu verstehen, besteht darin, das, was Gott schon getan hat, darüber nachzudenken. Hat Jesus in eurem Leben schon Wunder getan? Also in meinem Leben hat er ganz viele Wunder getan. Und ich glaube, ein Hauptgrund, warum ich öfter kleingläubig bin und nicht starken Glauben habe, liegt darin, dass wir diese Wunder für selbstverständlich achten, abhaken und dann wieder in den Alltag gehen. Aber wir müssen diese Wunder mitnehmen. Wir müssen mit diesen Wundern leben. Wir müssen mit dem leben, was Gott für uns getan hat. Dann fangen wir an zu verstehen, er, der in der Natur so viel tut, möchte noch viel mehr für uns tun. Und dann werden wir starken Glauben haben und dann werden wir mit Jesus das Ziel erreichen. Und noch gemeinsam niederknien und beten? Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir heute lernen konnten, dass unser schwacher Glaube oder dass wenn wir schwachen Glauben haben, das nicht daran liegt, dass die Anforderungen zu hoch sind oder wir zu unfähig sind, sondern dass wir oftmals einfach das gar nicht nutzen, was du uns schon längst gegeben hast. Dass wir die vielen Erfahrungen und die Segnungen und das Gute, die Wunder, die du für uns getan hast, wir gar nicht so richtig durchdenken und gar nicht so richtig völlig unser Herz aufnehmen. Herr, gib, dass wir die Wunder, die du in unserem persönlichen Leben tust, nicht für selbstverständlich erachten, sondern dass wir sie schätzen, dass wir sie wertschätzen, dass wir sie durchdenken und sie festhalten in unserem Herzen. Danke, dass du dadurch unser Herz veränderst und dass wir Vertrauen zu dir bekommen, dass wenn die nächste Schwierigkeit auf uns einstürmt, wir wissen dürfen, dass du uns schon x-mal durch Probleme durchgetragen hast, dass du immer gut zu uns gewesen bist und dass du uns jetzt nicht verlassen wirst.
Herr, gib, dass wir diese Lektion lernen und großen Glauben entwickeln. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.